Hallo liebe Zuschauer, eine neue Folge Call of Duty Black Ops 2 Bot Match. Ja, es gibt ein paar Dinge zu klären, aber zuerst mal der Wunsch. Ich soll mit der LSAT, mit Vordergriff, Reflexvisier und Schnellziehen spielen, ballistisches Messer, Hardliner, Kaltblütig und Gewandtheit, dann C4 Sprengstoff, den ich jetzt das erste Mal in meiner gesamten Call of Duty Karriere benutzen werde. Oh mein Gott. Und, genau. Geschütz, Hundestaffel und Schwarm. Die Schwierigkeit soll ich auf zweite Stufe, also auf Soldat stellen. Standoff, Abschuss bestätigt und let's go! Abschluss bestätigt. So, also, was ich sagen wollte. Ich habe Eine Frage. inzwischen so eine Flut an Wünschen von euch, dass ich fast darin ersaufe. Das klingt jetzt erstmal voll negativ, ich finde es aber eigentlich richtig, richtig geil. Es wird nur eine Sache anders sein, das werdet ihr jetzt wahrscheinlich auch schon sehen. Und zwar muss ich mal ein bisschen an der Folgenlänge drehen, weil das einfach unmöglich ist, diese ganzen Wünsche jetzt noch abzuarbeiten. Ohne. Oh, es hat geklappt! Oh mein Gott! Quatsch. Diese ganzen Wünsche abzuarbeiten, wenn ich immer nur ein Dingens spiele. Also eine Runde. Deswegen werden ab jetzt nach Möglichkeit, es sei denn, es dauert wirklich ewig, zwei Folgen oder beziehungsweise zwei Runden, zwei Spiele pro Folge kommen. Und ansonsten ändert sich aber nichts. Ich hoffe mal, das kriege ich so hin. Es wird ein bisschen blöd für mich werden, weil ich einfach eine Heidenarbeit an Hochladerei und sowas habe. Beziehungsweise weniger Arbeit, sondern eher Zeitaufwand. Aber ich schätze mal, das ist so die beste Lösung, weil wie gesagt, wenn ich jetzt immer nur einen Wunsch pro Tag spiele und dann aber irgendwie so im Schnitt ein bis zwei Wünsche pro Tag bekomme, dann hat sich irgendwann so eine Wunschbombe angehäuft. Und das kann ich dann unmöglich noch abspielen. Und das ist dann natürlich ein bisschen blöd für die Leute, die sich ja was von mir wünschen und erwarten, dass ich spiele. Und ich sage dann irgendwann, oh, ich habe so viele Wünsche. Und deswegen zwei Folgen pro Folge. Das war Unsinn. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Zwei Matches pro Folge. Laden wir mal nach. Na toll, jetzt wurde ich abgeknallt. Wer übrigens die. Alter! Die sind ja alle da! Wer übrigens die Folge 40 sich angeschaut hat, und ich hoffe, das waren viele, ich kann es jetzt gar nicht sagen, der hat wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich ja jetzt so ab und zu mal ein bisschen auf, ja, ich sag mal, Let's Play-spezifische Themen oder generell so YouTube und auch spielspezifische Themen eingehen möchte. Das wird jetzt nicht jedes Mal der Fall sein, also die Leute, die es nicht so mögen, keine Sorge. Aber einfach so ab und zu, mal in so einer kleinen Sonderfolge. Ja, für die nächsten ein bis zwei Male habe ich noch Themen, also mir selbst vorbereitet. Aber wenn es da irgendwas gibt, was euch da brennend interessiert oder worüber ihr gerne mal so ein Video hättet, dann könnt ihr mir das gerne an die Mail schreiben und nur an die Mail. Ich werde andere Wünsche nicht berücksichtigen. Ja, die Mail findet ihr wie immer in der Beschreibung. Abschluss bestätigt. Also alles kein Hexenwerk. Und ja, dann hoffe ich doch mal, dass da so richtig geile Sachen bei rauskommen im Endeffekt. Und ich dann die Sachen, die euch interessieren, möglichst kompetent und ausführlich beantworten kann. Was allerdings auch klar sein muss, das ist wie gesagt eine Sonderfolge, sprich nicht jeden Tag.
Und ich werde es vor allem auch so handhaben, dass ich nicht, wenn ein Wunsch kommt, so wie hier, den dann sofort zocke, sondern stattdessen früher oder später mal so ein bisschen aussiebe, was jetzt gewünscht wurde, was man da so nehmen kann. Abschluss bestätigt. Los, na los. Und dann entscheide ich, fucking hell, welches Thema ich nehme. Ich habe das Gefühl, ich rede gerade so ein bisschen langweilig. Kann das sein? Irgendwie so unbetont. Das wird jetzt anders. Oh, voll zwischen die Beine. Wer schießt? Niemand schießt. Weg. Da wird schon wieder auf mich geschossen. Ich mag es nicht, wenn auf mich geschossen wird, Jungs. Du Ficker, geh weg von meiner Scheißmarke. Die gehört mir. Hahaha. In den Arsch. Okay, da war ich ein bisschen zu früh dran. Und bin schon wieder tot. Das gibt's doch nicht. Das sind echt nicht viele Tode, aber es ist einfach total blöd, dass ich diesen Wunsch nicht zusammenkrieg. Was war das jetzt? Oh. Ich werde es wieder so handhaben, wenn ich jetzt hier die gewünschten Abschlussserien nicht zusammenkriege. Dann, packe ich die einfach in die nächste Folge mit rein. Weil ich jetzt noch ein paar Wünsche, einige Wünsche in der Hinterhand habe, wo keine Abschlussserien gewünscht wurden, und da kann ich dann quasi eine Sache von euch, oh, mit reinnehmen. Wollte ich sagen. Alter, was war das denn bitte für eine Semtex? Die ist ja sofort explodiert. Genau, geh du mal vor. Oder auch nicht, weil du ein Depp bist. Ja, jetzt kommst du, Arschloch. Oh, ich sammle dir die Marke weg. Das Geschütz wurde zerstört. Weil ich ein Dummbatz bin. Abschuss bestätigt. Ladung scharf. Ich muss sagen, das ist gar nicht mal so scheiße, der C4. Also, natürlich hasse ich es, wenn er gegen mich benutzt wird, weil kommt auf immer so ein Ding an, bam, du bist weg. Aber funktioniert manchmal doch ganz gut. Los, Geschütz, vernichte sie. Wow! Ich hab's überlebt. Ich will jetzt einfach nicht abgeknallt werden. Ich will bitte, 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 bitte noch die Punkteserien zusammenkriegen. Lad nach, los! Nein, ja. Nein, 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 nein. Fuck! Jedes Mal liegt hier so eine bekackte Scheiß-Drecksmine. Darf ich das drin lassen oder muss ich das rausschneiden? Ich schätze mal, das darf drin bleiben. Habe ich Minderheiten beleidigt? Nein. Weil ihr müsst wissen, Minderheiten beleidigen ist nicht so cool. Vor allem auf YouTube. Vor allem, wenn du mehr als 0 Zuschauer hast. Geh weg. Penner, du auch. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt. Ja, so wie es aussieht, kriege ich das innerhalb des Zeitlimits und vielleicht auch innerhalb des Punktelimits nicht mehr hin, die Hunde und die Dingenskirchen zusammenzukriegen. Ihr wisst schon, worum es geht. Yes, den Schwarm. Jawohl, Schwarm. Deswegen muss ich es wohl oder übel in die nächste Folge verschieben. Ist ein bisschen scheiße, ich weiß. Aber ich rede schon wieder so leise. Ach, du gehörst zu mir. Sag doch einen Ton. Meine Marke. Abschuss bestätigt. Abschuss bestätigt.
Ich laufe da jetzt nicht hin. Haha, hätte die gerne. Aber da laufe ich hin. So, ich glaube, hier kann ich kurz nachladen. Komm schon, 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 komm schon. Jawohl. Meine Marke. Hehehehe. Hundezeit. Verbündete Hundestaffel im Einsatz. Nein, 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 nein. Wuhu! Und ich bin tot, aber der Schwarm kommt noch, der Schwarm kommt noch, der Schwarm kommt noch, okay? Seht da im Himmel, guck, ein Schwan. Schwan? Schwarm! Ja! Ja! Hahaha! Juhu! Yay! Alter Vater, das war ja immer die knappste Scheiße. Aber. Es hat noch geklappt. Wir sehen sogar noch einen der süßen Hunde, wie er hier schön rumbackt und rumglitscht und seltsame Dinge mit seinem Arsch tut. Oh ja. Yeah. Und jetzt macht er seltsame Dinge mit. Muss ich das Video jetzt ab 18 machen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das geht in Ordnung. Ich sage am Ende einfach, das ist ein Kunstfilm, dann darf ich alles. Okay. Dann war es das jetzt mit der ersten Folge, die ist jetzt schon ewig lang. Das wird, glaube ich, echt ein Pain, dann diese Doppelfolge hochzuladen. Aber wir machen jetzt gleich einen witzigen kleinen Schnitt und dann geht es weiter mit der zweiten Folge. Bis gleich! Und da sind wir auch schon wieder zum zweiten Teil meiner ersten Doppelfolge Call of Duty Black Ops 2 Bot Match. Ja, der Wunsch. Ich soll die Typ 25 benutzen mit Reflexvisier, Magazinerweiterung und Vollmantelgeschoss. Keine Sekundärwaffe. Und Hellstorm-Rakete, Blitzschlag und Loadstar. Team Deathmatch auf Hijacked. Alles Roger. Roger. Wir fangen an. Let's go! So, bin ja mal gespannt, was das jetzt wieder wird. Die hat einen mittleren Rückstoß, wenn ich das richtig verstanden habe, die Waffe. Gehen wir erstmal geil hier unten durch. Übrigens ziemlich lustig, ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz warum, aber online benutzt diesen Durchgang so gut wie niemand. Also entweder hocken sie sich echt da so zu dritt rein oder so und ballern alles weg, was ihnen irgendwie vor die Flinte kommt, weil sie sich da schön reingekämmt haben. Oder dann ganz andersrum, keiner checkt, dass da unten so ein Gang ist oder hat Lust, ihn zu benutzen. Und ja, dann spaziert man da entspannt durch, nimmt unterwegs fucking hell den ein oder anderen Gegner mit. Wunderbare Sache. Wieso hänge ich jetzt an einem scheiß Türrahmen fest hier? Ich mag das nicht. Gegner bitte, wo seid ihr? Es war mir irgendwie klar, dass wenn ich jetzt hier langlaufe, dass da keine Sau ist. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir die Boss wieder geil überraschen. Nee. Oh. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man so geil nach vorne rennt. Da ist man ganz auf sich allein gestellt. Ich habe gerade irgendwie eine Sprachblockade, das tut mir unfassbar leid. Schießen kann ich auch nicht. So, jetzt bitte ganz kurz nicht auf mich schießen. Danke. Okay, der war zu blöd. Hoch, hoch, hoch. Okay, jetzt wieder runter, aber vorsichtig, damit ich nicht wieder weggemessert werde von irgendeiner Zwetschge. Das darf doch nicht wahr sein.
Ich sollte vielleicht auch mal aufhören hier zu zielen. Das scheint ja offenbar überhaupt nichts zu bringen. Einfach immer schön sprayen. Und der Tag ist gerettet. Der ist natürlich schon wieder tot. Ich kann mir auch leider überhaupt nicht erklären, warum ich immer rechts daneben bin beim Anfang. Das wird eine Scheißrunde, das kann ich euch jetzt schon sagen. Eine richtig beschissene Runde wird das. Feind ausgeschaltet. Aber ich krieg auch jedes Mal kleinen Header reingezwiebelt, also wenn ich getroffen werde, dann immer gleich schön in die Fresse, sodass es knackt und dann machen wir noch irgendwelche Punkte damit. So, da ist gerade keiner. Alter. Oh, danke für die Vorarbeit. Es hat sich gelohnt. Es wäre mir gerade echt schon eine Riesenehre, wenn ich überhaupt irgendeine Abschussserie zusammengebastelt bekomme. Und da haben wir es auch schon. So, bitte, bitte, Punkte. Jawohl. Verbündete Hellstorm-Rakete unterwegs. Ja, da hätten durchaus auch ein paar Punkte mehr drin sein können, aber es sind halt auch die Hellstorm-Raketen und die sind nicht die hellsten, ne? Alter Vater, wo kommt der denn jetzt her? Ja, so viel wieder zu dem hammergeilen Loadstar. Kann ich nicht eine Pfeife rauchen heute, ey? Was ist denn da los, Mann? Ja, übrigens eine Weisheit, egal welcher Modus, egal welches Spiel, egal welches Team, verlasst euch nie auf euer Team. Sonst passiert sowas. Ihr denkt, cool, hinter mir ist alles safe, die halten mir den Rücken frei und dann auf einmal schießt euch irgend so ein Punk in den Hintern. Nanu, wo ist denn mein Team gewesen? Ach so, die waren alle am Campen, weil sie zu blöd waren. Und bei den Bots ist halt das Problem, die kriegen halt an sich schon nichts geschissen irgendwie. Na kommt. Ich weiß, dass ihr da hinten seid. Feind ausgeschaltet. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hellstorm-Rakete in Bereitschaft. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Kills bitte. Ja, immerhin. Und die Luftschlagquelle hinterher. Das darf doch nicht wahr sein. Wo kommt der denn jetzt her, ey? Also ganz ehrlich, ich hab nichts dagegen, wenn ich abgeballert werde, irgendwie aus meinem eigenen Fehler raus oder so. Aber wenn ich wirklich davon ausgehe, dass mein Team mir da irgendwie mal so ein bisschen einfach den Arsch frei hält und auf einmal, fick dich, mitten in unseren Reihen ein Gegner steht, das kann einfach nicht sein. Ja, jetzt kann ich es eh vergessen, hier noch irgendwie groß die Abschussserien durchzurotzen. Granate, alle weg hier! Schütze! Bam! Das muss jetzt einfach mal sein. Ja, tut mir leid, dass es jetzt mit dem Loadstar nichts geworden ist. Ich werde in der Folge 45 dann einfach... Moment.
Ja, genau. In der Folge 45 dann einfach einen Wunsch spielen, wo keine Abschlussserie gewünscht wurde. Und werde da den Lodestar nochmal mit reinpacken. Und dann bin ich auch ziemlich zuversichtlich, dass ich ihn dieses Mal bekomme. Also, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!